In meiner Stadt. Meine Stadt kennt er ja schon alle. Und Samsung hat aufgehört zu existieren. Und Sülemann ist mein bester Freund. Der hat mir richtig viel Zeug gegeben. Samsung? Ja, die Stadt, die da stand. Und jetzt bekomme ich von ihm Zitronen, Trüffel und Räucherwerk waren es, glaube ich. Nee, Zitronen, Räucherwerk und irgendwie Pferde, glaube ich, noch. Zeug auf jeden Fall. Naja. Und gleich habe ich auch noch Zucker, das ich bisher immer bei Napoleon eingekauft habe, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen habe ich jetzt auch wieder 6 Zufriedenheit. Ich könnte eine neue Stadt gründen. An dem Moment, das hält ja nicht ewig. Ich könnte noch eine Stadt an der Ressource gründen. Das würde was bringen vielleicht. Egal, jetzt fahre ich erstmal meine Kanonen woanders hin. Einfach mal nach unten fahren. Gibt es hier noch irgendwo eine Ressource, die ich nicht habe, die es mir aber richtig bringen würde? Wow. Marmor, bringt Marmor Glück? Marmor habe ich schon. Ich habe schon Marmor? Wo habe ich ein Marmor? Eisen? Marmor? Ich habe irgendwo Marmor. Nee. Ich habe immer wieder so Frame Drops. Ich weiß nicht warum. Frame Drops. Also in der Aufnahme ist das aber. Keine Ahnung. Ei. Wow, hier ist alles voll, ne? Das ist echt schon nicht mehr lustig. Dabei habe ich doch extra noch die Weltwunder entdeckt, damit ich nicht so viel Unzufriedenheit habe. Ja. Stein, Stein. Stein macht nicht glücklich. Ich könnte da oben noch ein Ding, aber der bringt mir nur Geld. Gute Sachen sind alle schon weg. Ich muss da mal neue Sachen suchen. So. Oha, diese scheiß Berge und ihre Kackkanonen, ne? Yes. Ich habe da gerade eine Frage. Da ist doch Gold. Gold macht doch auch glücklich, oder? Ja. Bewege nach. Na, Moment. Abbrechen nach. Wo ist denn das? Das ist Breslau. Bewegen, Breslau. Dahin musst du doch. Ich hab dich an den falschen Ort geschickt. Wie dumm von mir. Du musst doch nach Breslau, definitiv. Wie viel Glück, wie viel Zufriedenheit bringt ein Gold? 4? Auch 4? Wie alles? Ja. Bringt auch 4. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Der Chat ist tot. Sehr gut. Der Chat ist tot, der Chat ist tot. Und kein Schwein interessiert. So, wann kann ich die nächste Politik... Oh. Also Politik-Sieg werden wir definitiv nicht machen. Nee. Sehe ich nicht. Ja, weiß man nicht. Denke ich auch nicht. So, haben wir hier schon mal die Seide. Das wird eh nicht lange bleiben, bis die wieder kommen und... Was? Warte mal kurz, ich muss mal...
Was gucken? Spion. Ja, aber das ist nicht das, was ich wissen will. Diplomaten. Durch Kanonenboote. Okay. Mal gucken. Mal gucken, wie das funktioniert hier. So. Während das lädt. Wow, warum zur Hölle habe ich jetzt so viel übersprungene Frames wegen Codierungsverzögerungen? Alter, was? 100%? So, zurücksetzen hier mal. So. Das sollte es doch hoffentlich wieder besser sein. Wofür streame ich überhaupt, wenn mir der Chat nicht sagt, was falsch läuft? Das ist der einzige Grund, warum ich das mache. So, Rotterdam wächst in 4 Runden wieder. Geil. Wird auch mal Zeit. Die Stadt ist noch so klein. Sülemann hat ganz schön Punkte verloren. Oder hat er Punkte? Hat er groß? Nee, Durch hat er nicht. Städte, ja. So minimal halt. Ich glaube, da müsste ich so eine größere Stadt mal killen, wo auch Wunder drin stehen. Aber das sehe ich bei ihm halt irgendwie nicht. Irgendwo schreien die Nachbarn sehr laut durch die Gegend. So, ich könnte jetzt neue Einheiten bauen und die dieses Mal viel breiter aufstellen hier. Da noch eine Einheit reinstopfen. Da. Ich bräuchte halt verdammt viele Einheiten, die ich auf ein sehr großes Gebiet verteilen müsste. Bis die endlich mal da sind, hat er wahrscheinlich schon wieder nächste Technologiestufe. So. Schon mal kurz gucken, läuft es jetzt besser? Jetzt läuft es doch besser. Jetzt läuft es doch besser. Und ich nähere mich den 10.000 Gold langsam an. Fino macht mal wieder Minus, ja. Aber nicht mehr so viel wie vorhin. War schon minus 15 oder so. Nicht sonst noch was? Nein, gut. So, da hätte ich gerne das Land da hinten, aber es geht nicht. Oh, geht das nicht? Nein, geht nicht. Wie schade. Also Breslau Machen wir einnehmen wird da. sich schon irgendwie lohnen mit dem Gold, ne? Nee, denke ich nicht. Doch, doch. Ich halte das für eine sehr gute Idee, ehrlich gesagt. Was willst du damit? Ja, Gold. Und es ist eine Stadt mehr. Und? Ja, Gold bringt die Zufriedenheit, damit ich mir diese Stadt mehr noch erlauben kann, so zufriedenheitstechnisch. Plus minus null. Ja, aber es ist eine Stadt mehr. Bin ich überhaupt noch online? Ja. 7 Stadt ist gut, ja. Du bist selber doch nur Scheiße. Wieder einmal muss ich auf Spieler warten.
Ja, musst du. Deswegen spiele ich immer Singleplayer. Und genau deswegen habe ich World of Warcraft im Singleplayer durchgespielt. Kann man ja auch. Kann man ja auch. Offline. Du machst einen eigenen Server und dann. Jupp. Gibt es das noch so in aktuelleren Versionen? Lass uns doch mal World of Warcraft durchspielen. Ich bin Ich sicher, habe das das gibt. noch auf einer Überhaupt. alten Platte irgendwo rumliegen, so ein Server. Ich bin sicher, es gibt überhaupt keine Probleme. So in Zeiten Blizzards oder so. Merken die doch gar nicht. Laufen so wenig Leute rum auf unserem Server, komisch. Der ist neu. So, Produktion wählen. Was kann ich denn hier noch Interessantes bauen? Ich baue noch einen Stein. 1800. Ich könnte eine Petra bauen. Warum nicht? Kann Delfino das bauen? Nein, kann er nicht. Sehr gut. Was ist denn? Oh, was? Du solltest keine Technologie stehlen, aber ich finde den Schatz schön. Rekrut Maden kann der Zivilisation Polen keine Technologie stehen, weil wir bei der Forschung absolut in den Schatten stellen. Du solltest da auch irgendwie. Habe ich mir anders vorgestellt, okay. Okay, dann funktioniert das so auf jeden Fall nicht. Wieso ist eigentlich die Zeitstempel nicht an, den ich angestellt habe? YouTube! Müsst du mal funktionieren? Der letzte Musst du jedes Kommentar. Mal neu machen. 9:08 Uhr. Ja, aber ich habe das heute schon eingestellt. Wow, 9:08 Uhr. Ich habe seit fast einer Stunde keinen Kommentar mehr bekommen. Yes! Wie in der Realität. Panama-Stadt sieht sich anderweitig um. Was wollen die von mir? Alles. Was? Los, gib ein paar aufs Maul. So, ich fahre mal diesen Weg mit meinen Kanonen entlang. Auf Straße schieben sich diese Kanonen viel schneller. Das ist großartig. Kannst auch den anderen angreifen da, diesen Harun. Der ist so weit weg, Alter. Außerdem muss ich da durch Frankreich durch. Das dürfte ich zwar, aber ich möchte doch Die helfen Napoleon dir nicht bestimmt. verärgern. Er freut sich, wenn du mal vorbeikommst. Okay, Barbaren haben Gatling-Kanonen. Ich wollte es nur mal anmerken. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert oder ob du das schon weißt. Nö, wusste ich noch nicht. Ja, jetzt weißt du es. Yay, ich habe Dynamit erforscht. Yes, Dynamit! Ui. So, Projekt Weltausstellung ist abgeschlossen. Das ist jetzt schon die Frage, was baue ich als nächstes? Wie gehen die Objekte zum Bauen aus in meiner Hauptstadt? Das ist irgendwie Artillerie. Ich baue mal eine Artillerie. Projekt. Oh, Delfino hat minimal mehr gemacht als ich.
Achso, ich habe glaube ich noch irgendwie das Weltwunder oder so fertig bauen müssen. Okay. Jetzt kannst du ja mal gucken, was Napoleon so für eine wirtschaftliche Stärke hat. Wo soll ich das gucken? Also, hast du noch dieses Ding oder hast du das schon geschlossen? Ach, das meinst du? Nee, Ja. hä? Der hat irgendwie da. Weltausstellung oder was meinst du? Ja, Napoleon ist meist mit fast 3000 von diesen Produktionsdingern. Nee, das habe ich gar nicht. Ah, ich hätte doch noch Nächste ein bisschen. Runde. Ich hätte doch noch ein bisschen mehr investieren sollen. Naja. Aber ich musste erst meinen Garten bauen. Ist einfach wichtiger. Garten Eden. Nein, Gemüsegarten. Ich baue da Steckrüben an für meine Steckrüben-Sammlung. Puh. Zieht sich so ein bisschen. Ja. Im Mittelteil zieht sich ein bisschen. Aber hey, wir hatten schon mal einen Krieg, also einen richtigen Krieg, nicht das, was Delfino da veranstaltet. Der war auch richtig. Wieso kann ich denn da jetzt nicht hochschießen? Willst du mich trollen, Spiel? Ja gut, dann gehe ich halt noch eine Ecke näher. Produktion wählen. Baust du einen Karawanenhof, der kostet kein Geld. Vielleicht ein Monument? Ich kann einen Zoo bauen. Baust meist noch einen Zirkus. Technologie stehlen. Drall oder Navigation? Gib's mir mal den Technologiebaum. Drall. Das sind mehr Runden. Ich hab den Drall entdeckt. Och nö, jetzt muss ich wieder überall meine Einheiten erneuern. Warte. Weil Schütze ersetzt ja wieder mein. Oh. Schütze ersetzt ja jetzt wieder die Musketiere. Na gut. Mal wieder Einheiten erneuern. Toll. Was hast du so in deinen Städten? Ich habe hier Kompositbogenschützen. Ja gut, das ist jetzt nicht das Neueste, was du bauen kannst. Das weiß ich, dass du kannst noch Neueres bauen, da bin ich mir sicher. Nein, nein. So. Headshot mit Kanonen, bitte. Schon irgendwie traurig, was meine Truppen da machen. Egal. Ich habe eine Verteidigung von 77. Ne? Rotterdam hat schon 25 Einwohner. Hey. Finde ich gut. Gibt es hier noch irgendwo eine Liste? Räucherwerk gäbe es da drüben noch. Müsste ich die, könnte ich die, ja, das Problem, das lohnt halt nicht. Funktioniert so halt nicht. Ich könnte danach nochmal gucken, ob hier diese Dingsbumsinseln auch sind. Wo ist hier überhaupt der Übergang nach? Dings, der fehlt hier auch irgendwie. Nach Afrika.
Nein, meine Kanonen. Weißt du, was gute Kanonen kosten? Oh. Schrecklich. Schrecklich. Gute Kanonen sind heutzutage so teuer. Die Dinger wachsen ja einfach auf Bäumen. Oh, wow. Schieß noch mal da reinkommen. Egal. Oh, Moment, ich habe noch nie die Bau in der Opernhaus. Okay. Alles gut. Alles gut. Alles bestens. So. Ich muss jetzt wieder von Hand nachgucken. Ich habe schon wieder hier übersprungene Frames. Ach. Irgendwas wäre total grauenhaft. Entweder der Stream ist grauenhaft oder eine Einheit wurde getötet. Was? Die haben das noch tot bekommen. Ach, komm schon. Das war hier alles immer mit Kanonen.